Lokomotiv. Mixed Vision. Und damit seid grüßt man den Zwerg Gnome Hobbits und Enderdom zu einem kleinen Let's Play. Ja, man kann wirklich klein dazu sagen. Es wird wahrscheinlich nicht viele Parts in Anspruch nehmen. Aber hier erstmal zu einem Let's Play Far Lone Sails. Wir spielen Far im Let's Play. Jetzt mal als zwischendurch, als Lückenfüller zwischen Little Nightmares und Pumpkin Jack spiele ich jetzt einmal das Spiel Far Lone Sails. Das wird nicht lange dauern, das also bei mir wahrscheinlich ein bisschen länger als für gewöhnlich, aber so maximal, also bei aller Liebe, maximal 10 Parts. Ich vermute, mit 5 werden wir hinkommen. Mit 5 Parts, wenn nicht sogar weniger. Spiel ist relativ kurz, aber umso schöner und umso hübscher, umso ereignisreicher. Also, schauen wir einfach mal rein, bevor ich wieder zu viel Blödsinn erzähle. Dann drück mal eine beliebige Taste. Welche nehme ich dann diesmal? Dann nehmen wir doch das Z. Fahrlohnsees. Willkommen zu einem neuen Let's Play auf Zwergfürst LP. In dieser idyllischen Landschaft spielen wir diesen kleinen roten Manneken hier. Ja, da stören wir ihn schon. Wir sind dieser kleine rote Typ. Spielsteuerung sollte ich mir vielleicht mal angucken. Dann können wir irgendwie was aufheben oder so. Wie können wir hier. Können auch bestimmt irgendwie Sachen mitnehmen. Das Bild mitnehmen. Nicht? Ja, ich habe tatsächlich vorher mal kurz reingeschaut beim Zombie. Also die ersten 2 Minuten des Spiels kenne ich schon. Ich wollte mal gucken, worauf ich mich hier einlasse. Mit V können wir Sachen aufheben. Ah, sehr gut. Lass ich gerade mal hier liegen. Ich versuche mal das Bild zu holen. Ich gehe nochmal zurück. Den ganzen Weg nochmal hier zurück. Zum Anfang. Vielleicht kann ich das Bild mitnehmen. Ich versuche hier alles aus. Können wir nicht mitnehmen. Schade. Steuert wird natürlich nach wie vor mit WASD. Das ist tatsächlich da. Braucht man ihn ja nicht in Frage zu stellen. Was denn sonst? Das ist ein kleiner roter Mann, ein kleines rotes Figürchen in einer grauen, schwarz-weißen Welt. Hier betreten wir das erste Haus. Wir nehmen unseren Briefkasten mit. Legt ihn erstmal hier ab, vielleicht können wir hier noch irgendwas anderes mitnehmen. Tatsächlich 2D, man kann sich nur nach rechts und nach links bewegen. Nach hinten und nach vorne geht es nicht. Ich drücke mal einen Knopf und dann geht die Tür auf. Die Falltür. Die Tür geht auch auf, aber Licht. Wie kommt man da jetzt hoch? Ach so, ja. Die ersten Stufen sind nicht ganz auf dem Balkon. Das sieht doch hübsch aus, oder? Das ist doch hier wirklich ein. Also die Hintergründe des Bildes hier, das ist also was als hier. Ach, hier kann ich ranzoomen. Sehr schön. Mit X kann ich an das Geschehen ran. Da sehen wir ein Bild. Ein Gemälde von ihm über seinem eigenen Bett, wie es ausschaut. Ein Schrank. Ah. Sehr schön. Ach so, hier hätte ich drüber gemusst. Ja gut. Ja, wir lassen uns hier alle Zeit und ich meine, das Spiel ist kurz genug. Ich glaube 2 Stunden Spielzeit. Bei mir wahrscheinlich 4 Stunden. Wenn ich mir überall Zeit lasse und ab und zu mal fehle und neu beginnen muss und so weiter. Ja.
kann man auch mitnehmen. Ich sammle die Sachen erstmal. Kann ich die alle mitnehmen? Auf meine Reise. Ein Kinderwagen. Kann ich den Kinderwagen mitnehmen? Bist du Daddy? Kleine Figur oder was? Dass du einen Kinderwagen hast. Das sieht doch, das ist doch wirklich. Sieht doch wirklich wundervoll aus, die Landschaft hier. Oder nicht? Ich versuche beide Sachen mitzunehmen. Ich lasse nichts davon zurück. Schleife ich vor mir her. Das zweite. Jetzt geht's raus aus unserem Haus. Brechen wir auf unsere Reise. Verlassen wir unsere Heimat. Und gehen in das. Brechen auf in ein Abenteuer. Voller Action und Spannung. Es klappt wirklich, wir können den Klotz vor uns her schieben. Das ist gut, eine Möwe. Na komm, komm schon mit. Ich will den Klotz mitnehmen. Schieb, schieb, schieb. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Soweit habe ich das noch nicht geguckt. Ich weiß, dass wir dann auf, das ist ja schon in den Trailern zu sehen, dass wir dann auf so eine Lokomotive kommen, auf so ein Gefährt, so ein. Ich kann hier nicht mitnehmen. Mist. Komme ich nachher nochmal zurück, das abholen. Stück für Stück, ich nehme jetzt beide mit. Das mache ich. Wahrscheinlich brauchen wir das Teil sogar. Dann ist das eine Batterie oder so. Die wir später noch brauchen. Nun ja, jetzt geht's hier wieder ein bisschen. Schieb das Ding vor mir her. Durch die Wüste. Naja, irgendwie nicht Wüste, das ist. Ja, hier Wasser. Scheint so eine Art ausgetrockneter Ozean zu sein, wie ich das richtig interpretiere. So ein bisschen, ja, da ist doch ein Steg, da ist alles, da scheint mal mehr gewesen zu sein. Also nicht nur mehr, also nicht, da ist jetzt weniger, da war mal mehr, sondern da war mal ein Ozean. Mehr im Sinne von Ozean. Nein, Briefkasten. Den Briefkasten mit. Unbedingt. Den will ich nicht zurücklassen. Wie komme ich da jetzt ran? Nein. Briefkasten. So, sehr schön. Da war der Briefkasten wieder. Und das andere Ding schleppen wir vor uns hin. Ah, hier sind wir auch schon bei der Maschine. Die setze ich mal ab. Ich komme gleich wieder. Ich hole das andere. Was wahrscheinlich das wichtigere Teil ist. Etwas anderes konnten wir, glaube ich, nicht mitnehmen aus dem Haus. Steam. Scheint mir nicht eine Steam-Errungenschaft frei. Was? Nein. Was ist hier passiert? Ich wollte hier gerade mal. Oh, kann ich noch gar nicht. Okay, Speed. Hier geht's raus. Okay. Weiß nicht, ob ich hier raus will. Okay, geht's nicht weiter. So. Muss da irgendwie was mit hochnehmen, vielleicht einen von den Klötzen, die den Klotz vielleicht irgendwie mit hochnehmen aufs Dach. Nicht, dass das irgendeine Batterie ist und wir die irgendwie brauchen hierfür. Was machen wir damit auf dem Dach? Dann können wir vielleicht mal ranzoomen. Ja, nee. Vielleicht können wir jetzt zwischendurch aussteigen.
Ah, okay. Da passiert was. Energy. Das ist einfach nur Schrott, was wir hier mit uns rumschleppen. Das ist ja nutzlos. Oder wie, oder was? Ich lagere das mal dort zwischen. Kann ich hier irgendwie noch Steam aktivieren? Oha. Da geht's los. Hier müssen wir Dampf ablassen, damit das hier nicht im Chaos endet. Na komm, Beschleunigung. Okay, können wir vielleicht währenddessen hier mal einen Briefkasten irgendwo hinlegen? Hier mal mit zur Sache. So, aber wir müssen das Team. Müssen uns ums Team kümmern. Fürs Team. Und jetzt immer wieder Speed. Hier gibt es noch einen Knopf. So stehen geblieben. Na komm, weiter geht's. Ich will noch gucken, was der Knopf da vorne macht. Wir haben nicht kein Wasser mehr. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Nein, Hilfe. Der Knopf ist für die Schublade oder was? Nein. Na komm. Keine Energie mehr. Ich brauche neue Energie. Habe ich hier noch Energie? Kann ich die mitnehmen? Ah ja, hier ist ein Energieballen. Können wir den vielleicht da hochpacken? Ja, sehr gut. Okay, da füllt sich der Tank wieder zur Hälfte. Jetzt muss ich gucken, ob ich irgendwie unterwegs mal Energie kriege. Das wäre mal nicht schlecht. Sonst bleiben wir hier auf Ewigkeiten stehen. Hätte ich da vielleicht unterwegs schon was mitnehmen sollen? Juhu, ich bin oben drauf. Die Musik ist ziemlich laut. Sorry, ich muss hier gerade mal Einstellungen. Lautstärke ein bisschen auf 70%. Das ist doch nicht. Kann noch ein bisschen, oder? Ist trotzdem noch laut. Aber gut. Oh, hier stehen bleiben. Hier müssen wir stehen bleiben. Die Boxen. Ich muss die Boxen einsammeln. Sehr gut. Mach auf. Energie. Ich hole mir die Energieboxen. Gut, dass es stehen bleibt. Die Kiste nicht umhaut. So kriegen wir also Energie für unsere Dampf- und Lokomotive. Damit wir hier mal ein bisschen. Ja, Steam heißt der Dampf. Für die, die es noch nicht wussten. Ja, wusstet ihr natürlich. Ich hab, muss ich euch ja nicht erzählen hier. Das Lokomotive hat angehalten. So, wir bringen die Energiebalken hier wieder rein. Können wir hier irgendwie. Ich würde gerne mal den Knopf hier. Aha. Das werden wir vielleicht später nochmal brauchen. Ach, und die können wir hier dranhängen. Die können wir hier. Können wir die irgendwie, die beiden Dinger irgendwie. Ah, sehr gut, können wir. Tatsächlich. Ich würde mal versuchen, Feuer zu geben, also richtig. Attacke. Nicht nach hoch, nach unten. Staple hier mal alle drei auf einmal.
glaube, mehr als drei kannst du auch, glaube ich, nicht. Mehr passen auf den Lift nicht drauf. Das vierte hängt dort unten. Können wir volle Möhre fahren. Den mal wieder ab. Ne, den. Ja, können wir wieder abnehmen. Können wir da oben ranhängen. Damit es ganz nah dran ist. Hier. Kommandant Lars spielt Starbound. Ja, auch schon. Also voll Pulle. Auf geht's. Speed. Steam. Energy. Was haben wir hier noch? Hier haben wir ein Schlafgemach. Hier haben wir einen Stuhl. Hier kommt auch noch Verheizen. Ein Stuhl. Hier können wir noch Energie aufhängen. Na dann würde ich mal sagen. Achso, du musst erstmal hier. Ich muss erstmal den hier drücken. Jetzt volle Fahrt voraus. Und volle Möhre. Attacke. Beschleunigung. Na, das ist aber noch nicht volle Beschleunigung. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu, volle Beschleunigung zu machen. Ich gehe mal auf den Ausguck. Hübsch. Das ist der kleine rote Mann. Ich würde jetzt mal so. Was? Also, ja. Muss jetzt irgendwie mal den Knopf gedrückt halten. Stritt. Weiter voran. Weiter geht's, nicht anhalten. Steam-Knopf muss mal wieder gedrückt werden. Also ich brauche mehr Energie. Energie. So, und weiter geht's. Mehr Energie. Attacke. Na komm. Jetzt geht's den Berg hoch. Attacke. Oha, Steam. Deswegen ging es so mühsam. Nein! Stehen geblieben. Ich brauchte Energie. Ich glaube, die haben wir überfahren, die Energie. Ich muss zurück. Ja, die bleibt jetzt hier auch stehen. Wir holen uns Energieblöcke. Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ich muss den ganzen Weg hier laufen. Es ist ein bisschen eine Entfernung. Ja. Bin ich drüber weggefahren. Na komm. Es dauert hier ein bisschen, bis wir jetzt alle so alle haben. Nein. Ich muss hier mal springen. Gleich mal aufhängen. Ja, kann man auch eigentlich stapeln erstmal. Puh, ja, und sonst so. Ich bin hier gerade hier. Klötz aufsammeln. Zurückfahren können wir mit der Lokomotive, glaube ich, nicht. Oder können wir das? Ist ja eigentlich hier ziemlich ein heftiger Weg. Und ja nur noch drei Klötze. Sehe nix. Müssen wir ranzoomen. Die Zoom-Taste gedrückt halten. Hops, 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 hops. Der läuft sich hier die Füße wund. Der kleine rote. Der kleine rote Pionier. Na komm. Ja. Hops. Na, hängen wir hier gleich daneben.
Kann man eigentlich schon gleich in den Kessel werfen. Na. Passt, klappt noch nicht so gut mit dem Ranhängen. Ach egal, lass es stecken. So, wir holen das nächste. Sprinttaste gibt es ja nicht wirklich, oder? Nee, war bisher auch noch nicht nötig. Hey, gut, zwei haben wir noch. Ich weiß nicht, ob man damit irgendwie zurücksetzen kann, mit der Motive oder Motive oder so, irgendwie hieß die. Gut, zwei gleichzeitig dran können wir auch nicht. Deswegen, ja, müssen wir halt hier noch einmal hin und her laufen. Wir haben Zeit hier, also das gar nicht. Müssen wir uns hier gar nicht eilen, müssen wir hier gar keinen Stress machen. Einfach mal das Spiel genießen und wenn es ein paar Minuten länger dauert, ist doch gut. Haben wir ein bisschen mehr vom Spiel. Wenn es eine Stunde länger dauert, ist doch gut. Nur zwei, drei Parts mehr haben. Das Spiel genießen, ja, darauf kommt es doch an. So, und zurück mit der letzten Box. Zwei gemachte Sachen. Und das ist auch so ein kleiner Zwerg hier. Ja, so ein Gnom, das ist so ein kleines, Männchen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Proportionen sind, wie hier die, wie groß die Maschine ist, aber das scheint mir doch schon unterdurchschnittlich kleines Männchen zu sein. Ist so ein. Okay, hier müssen wir ein bisschen. Ja. Ich versuche mal vier Klötzchen drauf zu legen. Können wir vielleicht mal ein bisschen mehr Energie auf einmal verbraten. Volle Energie kriege ich wahrscheinlich nie hin, weil man da auch auf den Dampf aufpassen muss. So, jetzt kann man die hier übereinander stapeln. Habe ich noch irgendwo einen Klotz hängen? Nee, habe ich nicht. Also. Gut, auf geht's. Alle vier rein. Und los geht's. Volle Möhre. Volle Kraft raus. Achso, hier ist der Teilt-Knopf. Na komm. Voll Dampf. Ich guck mal nach oben. Ich muss, glaube ich, auf den Knopf aufpassen, sonst wird's hier. Ja, hat er wieder angehalten. Ich muss hier unten. Muss hier unten drin sein. Sonst wird das nichts. Von Möhre. Was passiert hier? Hier kann man auch. Hier kann man nur Sachen dranhängen. Der Knopf da vorne war für den Greifhaken, da vorne für die. Können wir auch irgendwas aufhängen. Jetzt bricht nur bald wieder Batterie. Puff, puff. So sieht's aus. Batterie alle stehen geblieben. Hm. Energie suchen. Muss doch hier irgendwo in der Nähe. Ist wahrscheinlich auch so gedacht, dass wir hier erstmal wegrennen müssen. Erstmal Energie suchen. Wir hätten wahrscheinlich nicht alle vier auf einmal verprügeln sollen. Wir hätten uns einen aufheben können. Wir müssen einzeln. Wir müssen die einzeln verpulvern. Dann komme ich nicht mehr weiter. Wir hätten mit der Energie sparsamer umgehen müssen. So sieht das aus. Jetzt haben wir keine Energie mehr. Habe ich jetzt das Spiel gefehlt.
Ich wollte halt volle Möhre. Ich wollte halt komplett immer alle viermal probieren und alles. Ich glaube, das reicht, wenn man eins reinpackt und dann eine Weile fährt und dann zwei reinpackt und dann Stück für Stück die strandet. Gut, wo kriegen wir jetzt? Kriegen wir jetzt Energie her? Kann man vielleicht einen von denen hier Briefkasten verfeuern, dass wir noch weiterkommen. Tatsache. Ein bisschen hält das noch. Ein bisschen können wir damit fahren. Briefkasten haben wir noch nicht verfeuert, aber kein Metallklotz hier. Hier geblieben. Und weiter. Hoffentlich finden wir bald mal wieder Energiebällchen. Ah, hier. Stopp. Oha. Zurücksetzen können wir hier wohl nicht. Was auch immer dieser Knopf machen soll. Wie kommt man da jetzt ran? Das Energiebällchen. Von hinten. Immer durch. So geht's auch. Alles klärchen. Einmal Energie. Und zack, auf geht's. Müssen vielleicht auch nicht volle Pulle hier, sondern langsam voran.